Schwoben? Ja. Ich könnte mal meinen Tee trinken. Ja, das könntest du mal machen. Ich werde dann wohl gleich mal noch nach meiner Wäsche sehen. Ja, bin ja fleißiger Hausmann. Kann die nämlich noch für diese Zeit lang in den Trockner. Ich glaube, das ist ein Gebäude, oder? Also ich sehe keins. Nein, ich hab da was gesehen. Immer noch keine Tierchen. Ja, bisher hatten wir ja nicht so sonderlich tolle Erfahrungen mit Tieren, ne? Ein Schwein. Und das ist weggerannt. Ja. Ne, zwei Schweine. Ach, guck mal da, das Häuschen, meinst du vielleicht? Ne? Ja. Das habe ich vor lauter Wald nicht gesehen. Da sollte ein Auto sein. Aber da ist keins. Jedenfalls sehe ich keins. Ja, es gibt ja noch eine Rückseite. Ja, stimmt. Es sieht so aus, so rechts daneben, als ob das so der Parkplatz dafür wäre. Möglich. Vielleicht steht es ja auch drin, vielleicht ist es eine Scheune. Man nicht rein. Man kann schon mal nicht rein. Schön. Ich habe das Auto gefunden. Oh. Kann man da irgendwas machen? Nee, also ich kann zumindest hier mal nicht. Es gibt da ein Pink Wool Dress. Die Kompass. Also ich glaube aber Thema, nicht, ne? Dass das ist. Ich kann doch da aber ins Haus reingucken. Warum darf ich da nicht reingehen? Hier vorne war doch was. War doch eine Tür noch. Ach, siehst du mal, die habe ich gar nicht gesehen. Hier ist nichts. Ein Defi. Oh, soll ich den mitnehmen? Wenn du Platz hast. Ja, ich muss ein bisschen rumräumen. Brille. Ein Cappy. Doch noch vier weg, ne? Ja. Also ein Divi ist ja schon was Feines, ne? Was liegt da? Brille. Und nochmal Munition für mich. Welche, die du verwenden kannst, oder? Für meine Piff-Puff. Aber ich habe immer noch kein Magazin dafür. Ist auch unrealistisch, weil eine Patrone solltest du eigentlich immer reinkriegen. Ja. Vielleicht ist es auch einfach die falsche Munition. Aber es ja, steht da steht, dass es eine 380 ist. Steht doch dran. Ich würde sagen, wir laufen jetzt Richtung zurück. Ich habe die Hoffnung, dass ich es umwerfen kann. Oh. Das wird jemand schießen, ey. Mann. Ah, ist okay. Nächstes Mal gebe ich Bescheid, weil das nimmt dir dann die ganze Spannung raus. Pack mal meine Axt wieder weg. Also du willst keins der Zielfernrohre. Ich kann die ja nicht benutzen. Soll ich sie trotzdem behalten? Ja. Na gut. Oder dann esse ich gleich noch was. Ach was. Und dann nehme ich mir eins. Ich habe hier noch einen Platz, habe ich noch frei. Ja, die nehmen zwei weg, ne? Ja. Zwei Spalten, eine Zeile. Was denkst du, was finden wir da oben? Ein Haufen Luft. Feuchte, wahrscheinlich zwei gebrochene Beine. Feuchte Luft dazu. Ich habe Sticks dabei. Und ich habe noch Racks habe ich auch, genau. Dann können wir ja was bauen. Ja, Heli ist hier auch Fehlanzeige. Ja, wie ging das nochmal mit dem Kamera freistellen?
weiß es nicht mehr. Auf dem Ziffernblock die Maltaste. Dann kannst du. Ah, kannst geradeaus laufen. Genau, und dich umsehen. Was ja auch ganz logisch klingt, ne? Weil ich muss mich auch nicht komplett drehen, damit ich nach rechts gucken kann. Ja. Aber du kannst ja auch nach hinten gucken. Aber so weit könnte ich nicht nach hinten gucken im Laufen. Ja, es ist aber ziemlich realistisch. Also auf die Schulter kannst du dir ja gucken, oder? Ja, auf die Schulter schon, aber nicht so weit nach hinten. Ja, wenn du mal in die Ego-Perspektive gehst, siehst du das ja auch nur... Nee, ich gehe aber nicht in die Ego-Perspektive. Dann siehst du, dass der nur auf seine Schultern gucken kann, nicht noch weiter zurück. Ja gut, deinetwegen mache ich das jetzt mal. Ich sehe meinen Rucksack. Toll. Ja. So ein langer Weg. Ja, ich hatte gestern schon gesagt, dass mir die Laufanimation der Charaktere sehr gut gefällt. Ja, ne? Ja. Vielleicht kriegen wir einen Headshot. Vom Sniper im Schloss? Dann können wir wieder von vorne anfangen, ne? Ja, dann können wir uns endlich mal den improvisierten Rucksack. Ja. I need a drink. Komm, wir gehen hier die Straße hoch. Okay. Ja, einen improvisierten Rucksack können wir da machen und einen Bogen können wir uns herstellen. Mhm. Und was ist das denn? Ein Schild. Genau. Ich kann das nicht lesen. Aber wenn du was trinkst, dann trinke ich auch was. Ich glaube, ich habe gar nichts mehr zu trinken. Doch, da noch eine Pepsi. Na, damit könnte ich aushelfen, wenn es nötig sein sollte. Ja, ich habe ganz viel zu essen. Ja, jetzt ist gut. Da oben thront das Schloss. Ein schöner Tag heute. Hm? Ja, eigentlich so wie gestern. Ja. Seit wann hast du denn Bandana? Ja, hatte ich schon die ganze Zeit, aber ich hatte einen Helm auf, da hat man es nicht gesehen. Ach so. Ich will auch so eins haben. Ich dachte, man könnte sich nur auf den Kopf machen. Nein, man kann die, habe ich gestern herausgefunden, man kann die auch aufknüpfen. Also, wieder. Lässt du jetzt mal. Ja, komm, mach. Nix drin. Juppie. Man kann das Bandana auch den Knoten wieder lösen und dann hat man quasi ein Tuch. Hm. So, schauen wir doch mal. Ich geh mal hier ein bisschen. Ganz schön dunkel hier drin. Hier ist ein Knicklicht. Habe ich keins mehr dabei. Hm. Nur noch Morphininjektoren. Ich habe noch Alkoholtinkture. Ja, die brennt vielleicht ein bisschen. Aber dann bräuchten wir Streichhölzer, die wir nicht mitgenommen haben. Wofür auch? Guck mal. Was? Ist das Scheißhaus da? Nein. Hier steht Mutter Erde. Und ein kleines Beil. Hübsch. Nichts, womit man was anfangen könnte, aber hübsch. Hm. So, was haben wir hier? Nix. Kam einfach so. Tja, sowas. Aus dem Nichts. Ja. Ach, ich gehe mal hier in das Zentrum der Ruine. Ich glaube ja, dass der Weg hier wieder umsonst war. Hm. Das ist eine Treppe. Gehen wir nochmal nach oben. Hier was? Da liegt was zu essen. Naja. Dann nehmen wir das doch mit. So, hier sind auch nochmal Treppen. Ach ja, diesen. Ich bin in dem Turm. Ja, ich laufe noch außen rum. Also, hier schwebt eine Jacke hinter. Eine Blue Cargo Pants schwebt hier in der Luft.
Und Schuhe schweben hier in der Luft. Was ist das hier, ein Brunnen? Ja, die hier schweben auch mal Schuhe in der Luft. Nee, das ist zu. Schade. Mir ist umgefallener Baum. So, wenn es nach unten geht, habe ich Schiss, dass ich runterfallen kann. Mhm. Deswegen drücke ich mich so gut es geht an die Wand. Kann man hier lang? So. Wenn ich gleich tot bin. Jetzt sag nicht, dann soll ich deine Sachen mitnehmen. Wie soll ich das denn machen? Sachen mitnehmen. Wie soll ich das denn machen? Hier schwebt eine Sichel in der Luft. Hier schwebt alles in der Luft. Ich geh mal wieder ein bisschen. Ich geh mal wieder hier runter. Ich habe da ein bisschen Angst. Du kannst das Risiko, irgendwo runterzufallen, verringern, indem du dich hinkniest und gehst. Dann bist du langsamer. Ja. Aber das bringt mir trotzdem nichts, wenn der Weg, wo ich lang gehe, ungefähr 30 cm breit ist. Nee, nicht so wirklich. Ach man, warum ist denn hier nichts? Tja. Es ist ja nicht so, als hätten wir gewusst, dass hier nichts ist, ne? Du hast gesagt, die hätten es überarbeitet. Eine P1-Pistole. Das ist immer. Warum liegt hier eine Pistole rum? Ich meine, ist mir egal, aber. Boah, cool, die P1, damit habe ich schon geschossen. Du Molz. Früher. So, jetzt muss ich hier ein bisschen Platz schaffen. Oh. Also entweder habe ich gerade ein Magazin weggeworfen oder es passt in die Pistole rein. Hm. Ich habe aber immer noch zu wenig Platz. Ich habe Angst, da hochzuspringen, das mache ich auch nicht. Bist du in einem der Türme drin? Nein, ich stehe auf so ein Ding. Oh! Die Munition passt rein. Welche denn? Das ganze Magazin hat reingepasst. Tja. Weiß ich nicht mehr. Steht da nicht. 8-Round P1 Magazin. Ach, es steht auch dran, was für ein Magazin es ist. Das ist ja mal putzig. Jetzt habe ich eine Pistole in der Hand und eine im Holster. So, voll ausgerüstet. Voll ausgestattet. Und ich kann nichts mehr in die Hand nehmen, denn sonst lässt er die Pistole fallen. Ich bin aber auch voll hydratisiert und energisiert und... Hast du mich gesehen? Wo treibst du dich denn jetzt rum eigentlich? Ich bin in irgendeinem Turm drin. So viele Türme gibt's hier ja nicht, ne? Ah, das ist der Schuhturm. Ah ja, wo die Schuhe schweben. Ja. Geh ich wieder runter, wenn du hier warst. Hier war ich schon drin, also. Da ist nix. Ey, ich hab ne Piff-Puff gefunden. Ich freue mir. Ja, es ist mal, war doch nicht so ganz scheiße, dass wir hier lang gegangen sind. Das ist richtig. Hallo. So, ich guck mal jetzt gerade, wo wir noch hingehen. So, wir sind jetzt in Devil's Castle. Nee, deine Karte hast du nicht offen, ne? Nee, müsste ich ja. Obwohl, du kannst gerne mal gucken. Dann kann ich nämlich noch nach meiner Wäsche sehen. Und ja, dann kann ich auch gleich meine Karte holen. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der. Ja, maximal 2 Minuten wieder. Okay. So, also wir hätten jetzt hier zur Auswahl Grishinu. Also wir sind jetzt in Devil's Castle, nur um das mal so klarzustellen. Wir könnten nach Grishinu, da gibt es angeblich 1, 2, 3, 4 Autos, die man vielleicht benutzen kann. Dann gibt es dann noch eine Polizeistation. Wir könnten aber auch nach ich kann es nicht lesen, da ist irgendwas vor. Zaprut Neu. Genau, Zaprut Neu könnten wir hin.